IoT wird in immer mehr Unternehmen in immer stärkerem Maß eingesetzt. Und die Herausforderung für viele Unternehmen ist, dass gar nicht klar ist, wie viele Geräte eigentlich eingesetzt werden und welche Schwachstellen auf diesen IoT-Geräten überhaupt bestehen. Mit Asimili liefern wir eine klare Aussage darüber, welche Geräte da sind, mit allen notwendigen Details. Und wir zeigen, welche Schwachstellen auf den Geräten bestehen und welche Risiken sich daraus ergeben. Mit den Informationen kann ich dann sehr zielgerichtet Maßnahmen ergreifen, um das Risiko innerhalb meines Netzes auf ein Maß zu bringen, das für mich als Organisation okay ist. Und ich kann die Maßnahmen so aufbauen, dass ich zuerst die Maßnahmen durchführe, die den geringsten Aufwand mit sich bringen und erst ganz zum Schluss, wenn es gar nicht anders geht, die Maßnahmen nehmen, die einen hohen Aufwand bedeuten. So kann ich meine Ressourcen zielgerichtet einsetzen und trotzdem den größten Erfolg dabei erzielen. Asimili liefert eine Risikomatrix und die Risikomatrix sagt mir, welche Geräte für mich als Organisation das größte Risiko bedeuten. Im Krankenhaus zum Beispiel sagt die Matrix, welche Geräte für meine Patienten das größte Risiko bedeuten. Natürlich werde ich mir zuerst diese Geräte ansehen und da das Risiko so weit reduzieren, dass ich als Organisation wieder damit leben kann. Ich kann auch die Maßnahmen priorisieren. Ich fange natürlich erst mit den Maßnahmen an, die für mich den geringsten Aufwand bedeuten, aber trotzdem einen großen Effekt erzielen. Und erst zum Schluss nehme ich die Maßnahmen, die für mich einen hohen Aufwand bedeuten und einen Effekt erzielen, damit ich meine Ressourcen so einsetzen kann, dass sie optimal ausgelastet sind.